Perren. Es geht um eines der letzten großen innerstädtischen Mauergrundstücke, das jetzt vom Bund privatisiert werden soll zum Zwecke des Wohnungsbaus. Und es geht um das Versprechen, das die Koalition gegeben hat, auch innerstädtisch in Berlin bezahlbar zu bauen und demzufolge auch wohnen und mieten zu können. Es ist ja inzwischen Berliner Alltagswissen, dass genau das stark von den Eigentumsverhältnissen und den Grundstückspreisen abhängt. Also ob es gelingt, bezahlbar auch in der Innenstadt zu bauen und zu wohnen. Was heißt das konkret im Fall der Steilschreiberstraße? Der Bund will zum Höchstpreis von fast 30 Millionen Euro verkaufen. Die Wohnungsbaugesellschaft Mitte hat mit ihrem Angebot sich nicht durchsetzen können. Anschließend soll aber die HoVOG Wohnungen zurückkaufen, damit überhaupt nicht nur Luxuswohnungen gebaut werden können auf diesem Areal, ist also ein hoher Subventionsbedarf des Landes Berlin vonnöten. Deshalb haben wir gestern im Hauptausschuss nachgefragt. Wir wollten den Aushandlungs- und Abwägungsprozess, der in diesem Falle stattfinden sollte, weil die Liegenschaftspolitik, die erklärte, der Koalition ja auch einen anderen Weg aufzeigt in diesem konkreten Falle. Deshalb wollten wir wissen, wie dieser Aushandlungsprozess abgelaufen ist. Und wir waren sehr erstaunt, als wir die Antwort bekamen, ja, also in dem Falle waren sich doch alle einig, das Bezirksamt, die Stadtentwicklungsverwaltung und auch die Finanzverwaltung, also ich frage jetzt hier auch nochmal nach diesem Alle, aber gut, und deshalb soll der Bund an dieser Stelle schon mal machen, das sei doch so in Ordnung. Also kein Widerstand zu dieser Privatisierung an Grund und Boden an dieser Stelle, den ich auch finanziell für fragwürdig halte, aber auch politisch für nicht zu verantworten. Statt eine andere Politik im Umgang mit öffentlichem Eigentum voranzutreiben, ist es und vor allen Dingen den Berlinerinnen und Berlinern zu versprechen, dass man bezahlbar bauen und wohnen kann, finde ich, sollte man diese eigenen Versprechen auch damit krönen, dass man auch etwas tut, um sie umzusetzen. Aber wenn man dann nicht mal der eigenen befreundeten Bundesregierung gegenüber diesen Grundsatz geltend machen, also gegenüber denen nicht über den Grundsatz geltend machen kann, dann habe ich ein Problem damit, auch an diese Versprechen zu glauben und diese Versprechen auch umgesetzt zu sehen. Geht es nicht hier doch auch um die Auseinandersetzung der Steuerungsfähigkeit der öffentlichen Hände versus einer wirtschaftlichen Logik, Verwertungslogik der Immobilienwirtschaft? Und ist es da nicht wirklich sinnvoll, auch Instrumente zu benutzen? Und das frage ich noch mal ganz konkret, warum nicht Instrumente an dieser Stelle, bei diesem innerstädtischen, sehr wichtigen Grundstück zu nutzen, die Sie selbst vor einigen Monaten erfolgreich genutzt haben? Sie haben im Bundesrat alle anderen Bundesländer erfolgreich davon überzeugt, dass das Dragoner-Areal nicht an einen privaten Investor veräußert werden kann. Sie haben also diesen Weg aufgezeigt. Sie sind ihn in diesem Fall nicht gegangen. Die Erklärung sind Sie schuldig. Das finde ich hochproblematisch. Und wir haben den Änderungsantrag. Wir haben den Antrag auch noch mal geändert und einem Änderungsantrag folgende Überlegungen hinzugefügt. Es gibt ein Rückübertragungsbedürfnis und Anspruch einer jüdischen Erbin, das aus ihrer Sicht nicht geklärt ist. Gestern hieß es im Hauptausschuss dazu, das würde die Finanzverwaltung nicht wissen. Wie wir heute aus einer Berliner Tageszeitung erfahren konnten, liegen alle diese Anträge zu prüfen, ob dieser Vertrag genehmigungsfähig ist, also diese Privatisierung bei der Senatsverwaltung für Finanzen. Und wir finden, auch da sollten und müssen Sie sich kümmern.